EA Sports. Wollen wir so eine EA Sports? Wir lieben diesen Konzern doch alle. Aber, also, ich weiß ja nicht. Du. Was soll man zu EA Sports sagen? Und ja, also, Vancouver, Kanada, wir kennen es mittlerweile. Alle Server haben wir nicht. Wir spielen auf dem Toaster. Allesamt auf einem Toaster, wo selbst die Kaugummibox mehr Serverleistung erbringen würde als so ein Ding in Vancouver, Kanada. Das kann ich euch sagen. So. Dann dementsprechend schlecht ist auch meine Connection. Ich mache jetzt hier mal nebenbei auf meiner PlayStation den Speedtest. Mal sehen, was bei rumkommt. Normal, sage ich mal so, auf Stream habe ich ungefähr 7 Upload, 25 Download. So. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Stream aussieht. Wir testen es einfach mal. Aber ihr seht es mit, by the way, da unten. Aber es dürfte nicht so viel kaputt sein da dran dann. Aber anderes Thema. So, meine Connection ist, egal bei welcher Leitung, hier, zwar nur 10 Download, aber scheißegal. Trotzdem Upload 8,6, keine Ahnung. Ist ab und zu mal ein bisschen ungenau, weiß ich nicht. Aber was dann nicht sein kann, ist, dass mein Connection im Stream, wenn das Internet mehr beansprucht wird, genauso scheiße ist wie Offstream. Und Offstream habe ich eine wesentlich bessere Bandbreite, als die da steht. Und das verstehe ich nicht. Und da gibt es ja Leute, die sagen noch, ja, ihr alle mit schlechter Connection, da spielen sich die Pässe viel besser. Ja, es ist alles viel einfacher, ihr kriegt einen Push. Da frage ich mich, wie soll ich einen Push bekommen? Moment, ich habe hier hinten irgendwo noch einen Fußball. Wie soll ich einen Push bekommen, wenn mein Spiel, was ich habe, so aussieht? Ich drücke meinen Knopf, ich drücke X. Dann passiert erstmal nichts, dann verkrüppelt er hier hinten ein bisschen und dann... Das ist es dann. Das ist es, was dann passiert bei der Connection, wenn du Lag bekommst. Ansonsten kannst du normal Langgriff spielen natürlich, wie immer. Du machst ein paar Steps. Gehst wieder zurück, machst vielleicht mal einen Scoop-Turn. Das war's dann. Da kriegst du Leg, kommt der Verteidiger vom anderen, watsch, wieder Ball weg. Das heißt, du musst im Prinzip Angriffe unberechenbar schnell ausspielen, was dann dementsprechend dazu führt, dass du selbst eine prinzipiell sehr, sehr starke Spielidee brauchst, was ja wiederum hilft, wenn du auf sehr guter Connection spielst, weil du viel mehr Spielzüge im Kopf hast. Das ist der einzige Vorteil, den ich sehe, wenn du auf schlechter Connection spielst. Die Mechanics, die kriege ich noch hin. Aber was die Umsetzung ist, die Latenz, das auf der Latenz zu spielen, das ist unmöglich. Es ist dann literally unmöglich. Und ich hole auf dieser Latenz in Summe ein 12 wie in der Weekend League. Da musst du dir mal ausdenken. Da spielen andere, da holen sie Silber 3 mit leckfreier Connection. 6 zu 24, 8 zu 22, 11 zu 19, vielleicht auch nur ein 2 zu 28. Aber ich auf meiner Ranz-Connection krieg da noch ein 12 Bier geschissen. Was da noch schöner ist, ist Verteidigen. Hier liegt der Ball, Gegner kommt. Ich lauf an, hier ganz entspannt, drück Kreis. Der Ball ein bisschen nach vorne im Weg. Ich habe Kreis. Normal müsste der Ball nicht nach vorne rollen, wenn der Gegner spielt, sondern müsste wegrollen, weil ich ihn gespielt habe. Mit Kreis. Abgefangen nennt man das. L2 Kreis, wie man es machen möchte. Scheiß drauf. Abgefangen. So. Aber was schlussendlich passiert ist, der Ball rollt weg, dann kommt Kreis und er tritt ihn voll auf den Knöchel. Voll. Da frage ich mich dann an der Stelle, wie EA das will. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Und ich habe auch keine Lösung. So. Dann kann ich einen Ball aus dem Netz holen, wie eben unterm Tisch her. So. Weil der Torhüter natürlich auch irgendwie, drückst du Dreieck, kommt dann nicht raus. Drückst den rechten Stick runter, R3 verstellen. 2 Jahre später ist der Ball schon im Tor, da macht er irgendeine Scheißbewegung. So. Und all diese Faktoren führen dann schlussendlich dazu, dass du komplett ausrastest. So.
das dann dazu führt, bei mir jetzt nicht, dass andere Leute zum Beispiel ihren Monitor kaputt haben. So. Und da frage ich mich dann, war, also ob EA da irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Monitorherstellern hat, ja, keine Ahnung, das kann sein, weiß ich nicht. Mit Sony haben sie sowieso Verträge, da kriegen sie wahrscheinlich noch eine Provision von pro zerschrottenen Controller, kriegen sie nochmal 5% vom Verkaufspreis da ab und können damit auch ihren Umsatz erweitern. Aber was das Unternehmen nicht macht mit ihren Milliarden, die sie verdienen, oder Millionen, X Millionen, X Milliarden, keine Ahnung, gescheite Server, dass die Community mal zufrieden ist. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben hier unsere Kaugummischachtel. Hier, da, Kaugummischachtel. Die Kaugummischachtel jetzt ohne Werbung, also das, keine Ahnung, ohne Werbung. Aber die Kaugummischachtel. Ja, die Mutti reicht. 10 Millionen Spieler reicht. Kriegen wir einen. Zur Not haben wir ja noch einen Backup-Server. Die Schachtel. Ja, haben wir ja auch noch. War ja auch mal für 5 Millionen nur. Und der Rest, der schwimmt irgendwo. Da. Da wird hier ein bisschen Wasser reingelassen, können sich gleich reinsetzen und einen Toaster mitnehmen. Das ist dann die Server-Connection. Da, Glasschüssel. Mehr nett. So. Da ist dann halt wieder das Problem. Du spielst FIFA aus Spaß. Du kannst aber FIFA weniger mit Spaß verbinden in letzter Zeit, weil du einfach eine absolute Scheiß-Connection hast. Da ist ja gar nichts. Nicht mal ein Zahnstocher, der irgendwas zum Server leitet. Wenn ich mir das anschaue, selbst PC mit einem fucking eigenen Internetzugang für FIFA, für die PlayStation, weiß nicht, wofür wir ihn benutzen. Entweder nur für die PlayStation oder auch für die anderen Konsolen, aber es läuft ja im Endeffekt nur eine. Und über eine andere Internetleitung wird gestreamt. Und selbst die haben Paketverlust. Da frage ich mich wieder, wie wollen wir uns das erklären? Es gibt keine schlüssige Erklärung, außer dass EA absolute Randserver da aufstellt. Und wenn sie sagen, ja, in Dietzenbach, da steht doch ein Server, da muss doch eine gute Connection haben. Na, eben nicht. Ich gehe mit einem Ping von 20 bis 25, immer alles voll angezeigt. Über den kompletten Bereich in der Lobby, alles voll. 20, 25, 22, 30, alles in dem Bereich. Gehe ich ins Game rein, Anstoß, eine Ingame-Minute, nicht, dann lag. Ja, mal wieder eine Ingame-Minute weiter, lag. So geht es immer weiter. Und dann ist der Ping immer bei 20, 200. 20, 30, 200. Warum? Ich verstehe es nicht. Ob das an dem Upload liegt, das schwankt. Ob es am schwankenden Download liegt bei mir. Oder ob der Server, den ich erwischt habe, seitdem ich mein Internet verbessere, einfach nur ein Haufen Müll ist. Ich würde da jetzt nichts ausschließen. Aber ich meine, wenn ich mir das anschaue, mein Stream, Renderverzögerung, verworfene Frames und Codierung 0, Internet verworfene Frames 0. Ja, was erklärt uns denn das? Mein Internet kann ja im Prinzip gar nicht so kacke sein, dass es leckt. Ein Kollege von mir, der Michi, der schafft es ja auch ohne Lecks zu spielen. Und wir haben bei ihm einen Speedtest gemacht. Der hat nicht mal die Hälfte Upload, nicht mal die Hälfte Download. Der hat gar nichts. Der kann einfach spielen. Verstehe ich nicht. Und dann denkst du dir, ja, okay, kann ja mal passieren, dass der Lag kommt. Nächster Angriff wird besser. Denke ich mir jedes Mal, deswegen spiele ich jeden Angriff schnell aus. Na, eben nett. Weil du dann wieder schießt. Da passiert nichts. Und da kommt wieder sowas. Das ist das, was dann bei rauskommt. Das ist das, was bei rauskommt, wenn du dich mit EA anlegst. Wobei, wir legen uns ja nicht mit EA an. EA hat einfach nur wieder räudig Server hergestellt. Also, ich weiß ja nicht. Aber also vernünftig finde ich es jetzt erstmal nicht. Ich laufe jetzt hier rum, das kann ich jetzt durch die alte neue Cam da besser zeigen, was ich meine. Finde ich auch besser so, weil ich einfach eine große Raumbreite da habe, die ich hier zeigen kann. Und wenn ich mich hier hinstelle, sieht man quasi nicht mehr die Füße, aber hier hinten an dem Teppich, ich habe einfach viel Platz. Kann einfach viel mehr symbolisieren. So. Und da denkst du auch ab und zu, laufe ich aus der einen Kamera raus, komme ich in die andere. Siehst du? Laufe ich hier raus, sehe ich mich in der anderen, laufe ich aus der anderen raus, bin ich wieder hier. So.
Ich habe also viel mehr Spielraum. Aber was dann noch so schön ist, manche Torwartparaden sind halt ein echter Traum. Ich denke mir nichts dabei, ich stehe hier, oder mein Torwart steht hier, wieder Alarmbereitschaft, wackelt mal ein bisschen im Arsch, ein bisschen Samba tanzen, was kommt dann? Ja, Ball kommt, Ball ist im Netz, fällt er halt mal hin, schmeißt dich mal so belanglos hin. Oder manche Torhüter, so Manuel Neuer oder so, die, ja, also, weiß er nicht. Kommt halt mal ein Ball so ein Stück neben. Ach ja, kann er mal probieren. Vielleicht halte ich ihn ja. Bin der 96er Team auf der hier. Scheißkarte. Ja, gut. Packt man nicht auf Neuerung. Der Typ ist in FIFA gut. Muss ihn halt selbst stellen. Was dann noch passiert, wenn du ihn selbst stellst, stellst ihn direkt vor den Mann. Kann natürlich immer noch passieren, dass er direkt auf dich schießt und dann wird heute einfach mal das hier macht. Einfach mal nach hinten. Umfallen. All diese Sachen können ja nicht, wenn sie sagen Realismus. Natürlich kann es im echten Leben mal passieren, dass ein Torhüter, wenn der Ball auf ihn zurück nach hinten umfällt, oder dass er mal sowas macht und der Ball ganz knapp da durchgeht oder so. Kann ja alles passieren. Aber wenn du in einem Spiel so weit bist, dass du eine Passquote von unter 75% hast. Jetzt erstmal egal welche Connection. Und der Gegner bei 95 steht. Da stimmt da was nicht. Dann merkst du, dass der Gegner mehr Zugriff aufs Spiel hat. Und das darf nicht sein. Jeder sollte denselben Zugriff haben. Du mal FIFA 20 war es Momentum, jetzt ist Scripting. Alles schön und gut. Ob es das gibt oder nicht. Sei dahingestellt, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich sag, sowas gibt's in die Richtung. Dasselbe beim Pack-Luck. Kannst du mich erzählen, dass andere Leute aus, keine Ahnung, 20 Player-Picks 5 Tots ziehen und du machst 35 oder so und siehst nichts? Das ist, für mich ist es kein, also, jetzt sitzt wieder irgendeiner in Vancouver, der holt sich hier auch wieder seinen Schreibtischstuhl ran, der schon durchgesessen ist, hockt sich dann an seinen verranzten Schreibtisch und denkt sich, ja, setze ich mir wieder meine Brille auf, hab hier noch meinen Pornobalken und muss wieder zensieren, scheiße. So. Und ich tippe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum, ne? Dann kriegt der noch ein bisschen was. Der ein bisschen was. Klick. Und, ach ja, dem da hinten irgendwo da. In, was weiß ich nicht, im tiefsten Odenwald oder im Exil oder in Weißrussland. Klick, klick, abschicken. Ach, schon wieder eine Icon. Schön. So stelle ich mir Vancouver vor. Es ist halt einfach nicht mehr normal, was in dem Spiel passiert. Du hast Spiele, da denkst du, bei dir funktioniert alles und da hast du andere Spiele, wo denkst du, hast FIFA verlernt. Und da frage ich mich, der oder diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, weiß er nicht. Da muss irgendwas schiefgegangen sein in der FIFA-Laufbahn bei denen. Also, I don't know. Aber wer sich dann dahin stellt und sagt, nee, nee, also bei mir, na, also Connection Loss, irgendwas mit EA, dass die mein Spiel angreifen oder eingreifen, na. Noch nie. Dann liegt es vielleicht daran, dass du nur Karrieremodus das Squad Battles spielst. Und selbst in Squad Battles kann ich euch sagen, Freunde der Sonne, da ist es auch drin. Die Squad Battle Rewards sowieso Frechheit. Wofür reißt du dir jede Woche den Arsch auf, wenn kein Tots da ist? Beim Tots hast du wenigstens noch die Chance. Ja, kannst du ja in League A Tots ziehen, vielleicht Neymar Mbappé. Letzte Woche hatte ich das Glück. Insigne gezogen in Rot. Und ein Koopmeiners in Rot. Alles gut, es waren mal gute Picks. Aber die anderen Team of the Week Spieler in Rot. Oh, die kannst du in die Tonne schmeißen. Die kannst du alle in die Tonne schmeißen. Da ist kein Grund da, um zu sagen, ja, ich setze mich jetzt mein Wochenende hin, mache meine 30 Games und nehme mein Gold 3 mit nach, keine Ahnung, 20, 18 Games. Das kommt bei mir dann ungefähr hin. Nehme ich mein Gold 3 mit. So.
alles gut, nehme ich so mit, soll dann irgendwie hin, wo der Pfefferwix mit den letzten 10 Spielen. Nimm doch mal Rivals Rang 2, Rang 3 mit und denk mir, ja, so ein Walkout aus, naja, sind dann ungefähr, wenn du Untrade-Dinger nimmst, ungefähr 10 Packs. Ein Walkout wäre schön, ne? Kriegst gar nichts. Ist jeweils der beste Spieler irgend so ein Copa-Spieler, wo du denkst, blau, wenigstens Champions League für die SBC. Ha! Schade. Ne, kriegst einen Copa-Spieler. Kannst du ja auch verwenden für SBC. Zählt wenigstens noch als seltener Spieler, auch wenn sie irgendwie häufiger vorkommen als jeder Non-Red-Gold-Karte. Aber, ja, egal. Dann sind wir ja schon so weit, dass man sich immer denkt, ja, ich möchte nicht spielen, ich spiele aber trotzdem. Und so kommt es dann dazu. Dann spielst du an einem Wochenende Weekend League und denkst dir, oh nein, eigentlich will ich nicht, ich habe andere Sachen zu tun, aber andererseits willst du FIFA spielen. Und da ich das Squad Battles so unattraktiv ist, der Modus an sich, macht es keinen Spaß, das zu spielen, wenn du Ultimate Team spielen willst. Für Karrieremodus, oh ja, mein Gott, dann machst du mal eine Karriere an einem Wochenende oder hier in einem Stream auf Twitch. Checkt übrigens gerne meinen Twitch-Account ab. Ja, Freundin auf YouTube. Jedenfalls, da ist es dann so, du denkst dir, ja, spiel ich Karrieremodus. Haben sie ja wenigstens Neuerungen reingebracht. Aber Squad Battles, dieser Modus ist so langweilig. Du spielst ja gegen irgendeine CPU und ja. Das Einzige, was die CPU kann, ist, ja, wir stoßen mal an, das war's. Wenn du auf Legende gegen dieses Bronze-Team spielst, mein Gott, kriegst du halt ein Tor, aber keine Ahnung. Selbst dieses Squad Battles Top 100 Rewards sind so unattraktiv. Da spielst du in der Weekly League bis Silber 1, kriegst was Besseres. So. Oder Rivals Division 1, Rang 1, kriegst du auch 125k, wenn du Untrade nimmst. Deswegen spielt jeder Weekend League. Aber in der Weekend League regt sich jeder auf. Ich behaupte einen Teufelskreis. So. Weil EA einfach eine Masche gefunden hat, wie sie die Leute erstens am Spielen hält, weil wenn du mal 5 Niederlagen am Stück hast. Ich sag immer, wenn du im Stream bist, okay, dann machst du halt nach der ersten Niederlage nicht aus, dann machst du halt einfach eine Pause, machst eine SBC, machst irgendwas anderes oder so, guckst mal, was du am Team vielleicht verändern kannst, machst ein Pack oder irgendwie kaufst einen Spieler und setzt ihn auf die Bank, sodass sie sieht, du machst was anderes und gehst nicht wieder direkt ins nächste Game rein. Gehst du nämlich direkt wieder ins nächste Game rein, kriegst du gerade wieder aufs Maul. Und das ist ja das, was man verhindern möchte. Weil es macht nach der einen Niederlage Pause. Das lohnt sich mehr, als dass du dann wieder direkt ins nächste Game reingehst. So. So, im Großen und Ganzen das, was ich sagen möchte, eben gesagt. Connection Loss bei mir, keine Ahnung, woher es kommt. Jedenfalls verstehe ich die Leute nicht, die sagen, ja, die auf einer scheiß Connection spielen, die haben auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir dann wieder das typische Szenario beim Verteidigen, wie man es eben im Stream auch schon schön gesehen hat. Ich verbrachte mein Spiel mal wieder woanders hin. Dann ist hier irgendwas, keine Ahnung. Da liegt da in der Ecke, liegt der Ball. Der Gegner kommt jetzt von hier, mal von da, aus der Ecke. Und ich gehe hin. Ball rollt weg. Und ich drücke auf meinen Controller. Exakt. Oh Moment, wenn ich jetzt hier stehe. Der Ball geht nach da, muss ich durch exakt, mal exakt das. Das. Und was dann passiert? Ach, ja. Ist ja natürlich, wir machen dann natürlich nicht diesen Bogen und laufen hier rüber nach vorne. Nein, wir laufen natürlich direkt nochmal geradeaus. Und bis ich zum Spielerwechsel komme, ist der Ball im Tor. Aber es ist ja einfacher. Und manche Leute möchten ja auf schlechter Connection spielen, weil sie dadurch bessere Ergebnisse erzielen. Frage ich mich, wie? Muss man das da anschauen, was ich da, wie ich da Krämpfe bekomme in diesem Spiel? Es ist original bei mir so, dass ich dann da sitze. Ich sitze da, lauf, merke, okay, leck, ich muss was anderes machen. Und dann spanne ich alles an und drücke mit Wucht. Irgendwie mit Wucht. Ich drücke mit Wucht den Stick dann irgendwo hin. Weiß nicht, als ob ich einen Controller da irgendwie zerbersten würde. Aber, keine Ahnung, aber mein Spieler kommt dann hin. Irgendwie kommt er dann hin. Ich spanne hier alle Körpermuskeln an, die du hast.
Drück irgendwas am Controller, Spieler kommt hin. Perfekt. Also, wer alles zu gehen will, auf jeden Fall mit angespannten Muskeln FIFA spielen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein Dream. Ein Dream ist es. So. Muss ich mal meinen Stuhl wieder. Schickt mal nochmal über unsere gute Vancouver EA-Tastatur noch eine Icon nach Herne. Nein, no front Ambroski. Aber, ja. Hier nochmal eine Icon dahin. So. Icon verschickt. Wer sie jetzt bekommt, von mir. So. Das war das, was ich jetzt zu EA zu sagen habe. Ja, danke fürs Einschalten auf YouTube. Haut rein. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream. Links sind alle in der Beschreibung. Tschüss.